Hallo und herzlich willkommen zu Barista Simulator. Ja, oh Mann, und es wird mal wieder Zeit. Wir eröffnen ein neues Café. Wie geil ist das denn? So eine scheiße Singleplayer-neues Spiel. So, Spiel starten. Kaffeename, wie immer. The MGX, super geil. Machen wir natürlich. Starte von Anfang an. Erfahre realistisch, wie es ist, ein Barista zu sein, während du dein Café managst und designst. Kaufe Equipment, expandiere dein Café und erhöhe deine Beliebtheit. Schalte alle Kaffee-Rezept frei und werde ein Meister-Barista. Verbessere deinen Job und deine Barista-Fähigkeiten. Das werden wir jetzt gemeinsam tun. Mal sehen, wie gute Barista wir sind. Und Standardbewegung, bla 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 bla. Wie kann ich denn das schließen? Ach, Eingabe. So, Alter, ist das schnell. Oh, warte mal kurz. Maus mit. Ah ja. Betrete den Laden. So, das war's. So ein kleines Pisshäuschen mit so einem Pissbett. Oh Mann, verdammte Scheiße. Aber unser Laden sieht gut aus. Der MGX. Nein, aufräumen. Ich kann das nicht. Ich fass es nicht. Utility. Drücken Sie leer. Mit Leertaste kannst du wichtige und nützliche Funktionen wie Reinigen oder Charaktermanagement in dem Radialmenü finden. Erstmal sauber machen, ne? Das können wir am besten. Eine Kippe, ja. Einfach. Hey, ich will die. Ah, interagieren. Jetzt reicht's mir aber. Kippe weg. Wollen wir hier in dem Radialmenü die Maus voll langsam bewegen? Im Spiel bewegt er sich. Oh, scheiße. Das war was anderes. Kein Müll. So, warte mal. Hier. Guck mal. Er bewegt die Maus echt. Also, man muss schon gut schwingen dann. Ne? Aber gut, egal. Ist ja wieder nur ein Simulator. Wir kennen's. So, machen wir Fußabdruck, Müll. So, Staubfeger, Verpisser, weg. So, was haben wir denn noch? Was ist das für ein Koffer? Inventar, das ist unser Inventar, okay. Gut, was sollen wir als nächstes mal? Mach den Laden sauber. Was ist das hier? Toiletten sind nur... Mann, Alter, wo kommt denn der jetzt wieder her? Wo haben wir immer? Zack, Quest fertig. Aktiviere die Sicherung im Lagerhaus. No problem. Zack. Sicherung activated. So, benutze den Hauptcomputer für das Kaffeemanagement. Bestelle Kaffeebohnen. Bestelle Mini-Heißgetränkbecher. Nix leichter als das. Also haben wir ja alle gelernt. Fast-Food-Manager. Gut, Kaffee. Quality. 50%. Kenianischer Standard-Kaffee. Warte mal, wie viel denn? Du kannst nicht... Was steht da? Okay, gut. 10-mal. Du kannst nicht mehr. Ah, ich kann bestimmt. Es steht bestimmt, ich kann nicht mehr kaufen. Na gut, okay. Kann ich das hier? Nö. Gut, wir haben bestellt. Was ist jetzt? Rezession lesen? Brauchen wir nicht. Geschäft. So. Maschine. Bestelle eine Espresso-Maschine. Okay. Easy. Billig Scheiß. Zack, bestellt. So, warte auf die Lieferung der Produkte. Na, aber so was von. Da hinten kommt er angejackelt. Was ist denn hier mit dem Scheißhaus? Kann ich den nicht aufmachen? Ich will Scheißhaus aufmachen. Espresso $30. Doppio 60. Triplo. Halt dein. Was denn? Ey! Er schmeißt die Scheiße einfach raus, ne? Was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los? So, wo können wir den Kaffee. Kann ich hier drehen? Ja. Nein, habe ich platziert. Was ist denn das für eine Scheiße? Umschalten plus R. Macht er nicht. Macht er nicht. Ich will das wieder aufheben. Warum nicht? Ach, muss man gedrückt halten. Alter. Es ist nicht zu fassen, ne? So, so haben wir es. Dann kommen wir her hier. So, wo stellen wir denn die Becher hin? Nimm deine Vorräte und platziere den Lagerhausregal.
Toll. Einmal Kaffee platziert. Öffne deinen Kaffee und warte auf deinen ersten Kunden. Zack, it's open. Komm mal ran hier. Wer auch immer. Elektrischer Ofen. Sirups. Hier ist überhaupt nichts. Da haben wir Mini-Kaffeebecher. Die sind da schon drin oder was? Ich kann da was raufkritteln. So, warte mal. Zurück. Was will denn die jetzt? So, was? Mini-Expresso. Nimm einen Beutel Kaffee. Wie mache ich denn das jetzt? So. Also. R aufheben. So, jetzt in die. Mit R kannst du den Gegenstand von einem Behälter. Ja, ja, jetzt piss ich mal. Ich das hier rein, Mann? Okay. Dann wieder dahin. Malen. Fülle die Kaffeebohnenmaschine. Okay. Du kannst diesen Gegenstand. Was soll denn der Scheiß? Füllen. Achso. Mein Gott. So, haben wir. Kann ich wieder hinstellen, ne? Und jetzt? Fülle die Kaffeebohnen. Noch mehr oder was? Okay, man kann einfach voll füllen. Ich habe wirklich gedacht. Was ist das? Muss ich das auch nehmen? Nee. Na los. So, und jetzt? Rein, ne? Platziere den Porterfilter in den. Okay, gut. Das ist der Porterfilter. Interagieren. Was ditte? Aufheben. Kommt da runter oder was? Zack, ja. Mach die Maschine an. Na, nichts gleicher als das. Warte, bis die Expressmaschine bereit ist. Wow. Hallo, und wie geht's Ihnen so? Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ja, schön. Sind hier fertig oder was? Gleich, ist gleich soweit, ja? Gleich können Sie Ihren Dreck haben. Trinkgeld. Nicht genügend Geld. Es handelt sich nur noch ein paar Stunden, ja? Nur noch einmal ein paar Stunden. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Alter, ist der da vorbeigescheuert. Hast du es gesehen? So, bitte. Wie mache ich denn das jetzt? Füllen die Expresso in Mini... Boah, Alter. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich die Scheiße hier nehmen und ihr geben, oder? Platziere den halt... Oh, ey, das auch noch. Drücke die... Die steht doch vor... Nach Benutzen muss die Innenseite vom Kaffee bereinigt werden. Das ist echt? Gut, und jetzt? Kann ich das hier weglegen? Kann man jetzt hier irgendwie... Wieder nicht voll, ne? Weil ich am Anfang nicht voll gemacht habe, ich Idiot. Mach voll den Humpen da. So, das wieder dahin. Langsam, langsam wird's, warte. Jetzt wird hier mal. Zack, jetzt füllen wir da noch ein bisschen auf. Ist fertig. Putz, dann nehmen wir das Teil hier. Kann er nicht schaden. Wir bereiten schon mal alles vor. Schauen wir das Kaffee-Rezeptebuch. Machen wir. Tribolo. Hier können Sie einstellen, ob dieser Kaffee für den aktiven Verkauf verfügbar ist oder nicht. Zu verkaufen. Rezeptdetails. Kauf einen Wasserkocher. Kauf deinen ersten Wasserkocher. Was ist das hier? Ich habe doch gar keine Ahnung. Mini, klein, Express. Okay, was haben wir jetzt getan? So, geh nach Hause und speichere das Spiel. Na, aber nichts leichter als das. Kann ich jetzt zumachen? Ich muss hier weg. Ich glaube, der Barista-Dasein ist nicht für mich.
Erst ein Espresso gemacht, ey, und dann schon gleich ist die Scheiße nicht für uns. Nee, ach Quatsch, das wird schon. Wir managen das Ding hier bis zum Tode und dann ist gut. Speichern. Ja, hier ist noch nichts. Kurz gespeichert. Gut, Barista-Training erfolgreich absolviert. Du kannst Kaffeerezepte mit den nötigen Schritten im Rezeptebuch finden. Zudem kannst du jetzt freie Kaffeemaschinen kaufen und deinen Kaffee leiten, wie du willst. Verbessere deinen Kaffee und lerne alles über die verschiedenen Kaffees. Ja, vor allem gerade ich als Kaffeetrinker. Kaffeestatus geschlossen. Ja, gleich nicht mehr, Alter. Es ist 10, es ist 10:30. Wir müssen Kaffee oben. Ist jetzt offen, ne? Ja. 550 Tacken haben wir. Was ist mit der Toilette hier eigentlich? Da kommt schon der erste. Ich kack mir in die Hose. Oh, ein Geschäft. Was ist denn damit? Was willst du denn haben? Hello, Mini-Expresso. Naja, kann ich doch anmachen, ne? Expresso-Maschine, Standard A, Maschine untätig. Gut, dass ich vorbereitet habe. Fabian. Kundenname Fabian. So. Warte. Uno momento. So. After. Okay. Aufheben. Rüberfüllen. Zack. Da wieder hin. Ja. Was ist denn das jetzt? Stell die Dosierung der Espressomaschine auf doppelter Espresso und mache statt einen 30 Milliliter einen 60 Milliliter. Wie willst du mich verarschen oder was? Aber er will doch gar keinen. Hier, nimm mal deinen Scheiß. Warte mal, wir machen hier hin. Wow. Ein Herr After. So, pass auf. Also, wir müssen das Teil wieder sauber machen, ne? So. Hier müssen wir dann... Siehst du, das meine ich nämlich. Jetzt kommt nämlich... Ich bin gleich bei Ihnen. Sofort, uno momento. So. Wir abstellen hier die Scheiße. Aufnehmen, malen. Zack, weil das hier füllen. Fertig. Mal her, aufnehmen. Zack. Und anmachen. So. Kundenname Chris. Chris de Berg oder was? Aufnehmen. So. Wieso? Cool, ja? Das ist der Chris, Bitch. Und mit so einem kleinen Kinnbärtchen, ne? Was macht der da oben? Yeah! Mit Öhrchen, ne? So, fertig. Kunstgemälde. So, was ist denn? Mini Doppio. Was ist ein Doppio? Espresso? Doppio ist ein Doppelter, ne? Was ist denn das für eine Kacke hier? Also, das ist ja jetzt unterste Schublade, ne? Also, das ist ja wohl nun... Chris, was ist das denn? Ja, das ist ja klar. Wo ist denn jetzt hier der Müll? Haben wir hier Mülltonnen? Ja, naja, stellst du doch gleich ans andere Ende der Karte. Alter, sind das Formel 1 Geräusche, wenn die vorbeifahren? So, gut, was haben wir jetzt? Ist es ein Doppio oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Espresso? Ich weiß nicht, wie ich ein Doppio mache. Doppio-Rezept. Doppelt steht für doppelt und heißt hier doppelter Espresso. Ah, okay. Das, also ist es wirklich ein doppelter Espresso? Das ist schon mal ganz gut. Mal hinstellen. Ciao, mach's gut. Ciao, 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 ciao.
Chigigi. So, was ist denn hier der Triplo? Ein sehr intensiver Kaffee auf Espresso-Basis. Dreifacher Espresso. Was willst du? Der will ein Triplo. Ich kann kein Triplo machen, oder? Das bedeutet, ich muss jetzt einen Doppelten machen. Und dann nochmal einen Einzelnen, oder was? Das checking Jens. Wir werden sehen. Kaffee geht auch bald aus, ne? Also noch nicht, wir haben noch Zeit, aber bleiben Sie ruhig, ja, ich bin gleich da. So. Zack. Zack. Machen wir einen Doppelten. Und dann können wir einfach umstellen und dann nochmal einen machen aus der Scheiße hier? Nee, ne? Hast du ja kein Trinkgeld hier. Casey? Du hast dein Dings ab. Junge, Junge, der hat da einfach, ja. Okay, gut. So, jetzt können wir den einfach rüber schalten. Benötigt frischen... Oh, leck mich doch, ey. So, komm raus da. Sauber machen. Behältnis voll? Wie jetzt? Normal erleben, dass das Behältnis voll ist. So, kann ich das Teil jetzt eigentlich schon da reinmachen? Ja. Becher ist voll. Junge, Alter. Gut, oder? So. Und jetzt, ne? Und jetzt nochmal ein Einer. Das müsste dann eigentlich zack. Und dann gleich. Man bleibt ruhig gleich. Hat hier irgendwie einen Knüppel? Oh, Faust. Kampf. Was ist los? Riskierst du eine dicke Lippe oder was? Man, das scheppert gleich. Sorry. Sorry. Sorry, sorry. Ich meine, mein Laden... Ich will, dass mein Laden gut läuft. Zack. Becher leer, was haben wir hier? Wir werden sehen. Aha. Er war zufrieden. Sehr schön. Bisschen hin machen. So, was haben wir hier? Sehr schön. Hier ist nichts mehr drin. Dann kommt Käffchen. Ja, damit. Boah, wir müssen langsam nachbestellen, ne? Jetzt langsam wird's critically. Was will er haben? Mini-Expresso. Easy. Easy. Hoch, zack. So, wir kaufen jetzt erstmal, zack, Versorgung. Kaffee. Wir kaufen Tassen. Vielleicht zweimal nach, ne? Das ist ein Mini. Kleiner Becher. Was ist mit dem Kaffee? Genau, einfach mal kaufen. $70, sorry. Ist so ein Witz, oder? So, wie heißt denn der Penner hier? René. Zack. Nichts Spezielles. Einfach nur... René, soll kein Kunstwerk werden. Es soll einfach nur sein Scheiß werden. Zack. So, wunderbar. Zack. Wow. Beliebtheit erhöht. So will ich das sehen, nämlich. Kann ich meine Hände waschen? Nee. Warum ist das Ding hier eigentlich an? Oh, scheiße.
Jo. Die war jetzt aber schnell. Weil so weit war ich noch ja nicht. Füllen. Ist der schon da gewesen jetzt? Was will denn die haben? Mini-Trip. Oh, Alter, jetzt will die einen Triple-Scheiß. Jetzt will die so einen ätzenden Triple-Scheiß. Na gut. Mal her, gleich nochmal malen. Jetzt kommt der nächste schon. Jetzt reißt euch mal am Riemen, ne, Leute? Hier gibt's jetzt aber nichts mehr mit Pecherchen. Oder? War der da? Wie lange braucht denn der? Was ist denn jetzt los? Kommt hier Musik jetzt? Wo kommt die Mucke her? Mann, ich putze euch mal kurz die Füße, ja? So, schön. So, weil die ein Triple haben will, ne? Was will sie denn haben? Alissa? Ja. Schmeißt er. Hat er das jetzt alles in eine Box geschmissen? Gut. Was haben wir da? Ja, damit. Das war ja 60er, ne? Jetzt muss ich noch ein. Alter, jetzt ist es schon wieder voll. Das kann nicht wahr sein. So. Genau, das habe ich ja zum Glück schon vorbereitet. Ein Augenblick Geduld, ja? Ein Augenblick bitte. Jetzt wird es hier ein bisschen hektisch. Das war's. Kaffee leer. Können wir jetzt hier alles platzieren. Wunderbar. Gib mal her. Wo will sie hin? Ma'am? Was soll ich machen? Die haut einfach ab. So dämlich ist die. So, komm, hier. Zack. Blitz. Nö, das können wir ja da wieder hinstellen. Wow. Ja, ja. Jo, dat. Wie malen. Oh, mein Geschäft ist zu, ne? Schick. So, dann bereiten wir trotzdem noch alles vor für morgen. Zack, Rinder. Zack, Witz. Und malen. Skillfrei, okay. Kleiner Kaffeebecher, Mini-Kaffeebecher. Sehr schön, okay. Trinkgeld haben wir nichts. Toll. So lobe ich mir. Versorgung, Espressomaschine. Filterkaffee, Kaffeemühle. Ey, hier der mal. Einsteigerlevel, automatisch Kaffeemühle. Da kenne ich nicht. Das vereinfacht mir die Scheiße. Wir machen das. Da kommt der Lieferant schon. Autsch. Autschen voll auf meinen Schnauzen. Was ist das daneben eigentlich? Kaffeefilter. Mittlerer Kaffeebecher, großer Kaffee. Wir haben das alles gar nicht. Ne? Wir haben nur Mini. Nur die Mini-Teile. So, lesen. Oh, die sind alle zufrieden. Gefälschte Bewertung brauche ich überhaupt nicht. Versorgung. Milch, das wird alles nur so heftig. Ne? Essen? Ach du Scheiße. Sandwich-Cookies. Ach du Scheiße. Sahne, Sirup, Tassen. Mini, kleiner, mittlerer, großer. Kleiner Eisbecher. Ich flippe hier aus. Geschäft. Personal, Fähigkeiten. Kann ich hier nicht upgraden? Nee, Kunden, Trinkgeldbox, ist mir eigentlich scheißegal. Upgraden. Fußgänger, das ist mir auch so was von. Dekoration, Tische, Licht, okay, Kredit.
Wow. Ich sag nur, wow. Man kann hier also wirklich noch eine Menge machen. Shotgläser, was ist denn da drin? Nix. Haben wir hier noch was? Was Lust hier? Warte, nö. Auch nix. Ich will die Kloake hier freikriegen. Mach das weg hier, das Scheißteil. Hab ich irgendwie einen Hammer oder was? Nee. Doch, aber ein Basie. Knall die Scheiße weg da. So, wo bleibt denn der? Ich warte jetzt noch. Oh, Alter. Alter. Was war das denn? Okay. Feuerwehr, da aber im Einsatz. Ja, ist gut. Hallo? Ja, wirf doch mein Paket nicht irgendwo. Du blöder Arsch. So, okay, was haben wir jetzt? Wie funktioniert das? Können wir das hier... Wie steht denn das da so? Eine der Maschinen, die zum Kaffeebrauen benötigt, ist die Kaffeemühle. Spüle ganze Bohnen in den Behälter und mahle sie. Du kannst das gemahlene Kaffeepulver später im Espresso... Nee, das war ja mein Plan, ne? Scheiße, wir müssen es drehen, ne? Geht das so? Ja. Wie sieht denn das aus? Ich probiere das mal aus. Oh, guck mal, 150. Oh ja, ist auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Da geht ein jetzt. Maschine untätig, elektrischer Kaffee. Okay, wir haben auf jeden Fall anscheinend genug. Jetzt. Gemahlene Kaffeebohnen. Oh, geil. Super geil. 150. Hier ist nur 30 drin, ne? Ach, es ist closed. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal los und machen eine Runde Hayabubu und speichern, ne? Level 2. Reinigkeiten, Temperaturen. Oh, 25 Grad. Ist auch easy. So. Was muss ich jetzt machen? Wie spät haben wir das? 8. Und dann pennen wir bis 8. Speichert der auch gleich? Nö, ne? Speichern. Oh, scheiße. Kaffeestatus geschlossen, aber nicht mehr lange. Ja, ist gut. 15 Minuten nach. Bleibt mal easy. Dafür haben die auch WLAN bei mir. Da, siehst du, Wi-Fi. Da, die braucht auf jeden Fall... Was brauchst du? Oh Mann, ich brauche einen doppelten. Was ist denn? Was ist denn? Kunde. Ich hab ne Idee. Du hast mir nämlich neu gefehlt. Mann, Alter, ich zeck dir so dermaßen eine in deine Sch... Nichts für ungut, Ma'am. Das passiert hier öfter. Er war einfach schlecht gelaunt. Er hätte nur einen Augenblick auf seinen Espresso warten müssen. Er war nicht so geduldig wie sie. Ma'am? Ma'am? Ma'am, Trinkgeld? Den kenne ich doch. Nee, Ben kenne ich nicht. Ist ja gut, ist das hier mal bald fertig, ey. So, sie will Mini. Zack. Hm. Wir müssen die zuerst rannehmen, damit die dann wissen, okay, ich werde gleich bedient, hey. So, zack, zack. Ey, warte mal, wo wird er denn hin? Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Hä? Was das denn? Wollte er rein zu... Mini und... Alter, was will die denn alles? Es tut mir leid, Ma'am. Also 100%, es tut mir leid. Ich dachte damit... Wissen Sie... Ja, ist scheiße, Jelo. Es tut mir doch leid. Ich wollte das doch ja nicht. Ich wollte das doch nicht. Ich wollte doch nicht, dass sie sauer werden.
Ist gleich fertig. Gleich ist soweit. Gleich können sie ihren Scheiß haben und dann können sie sich verziehen hier. Und was machst du sonst? Trinkgeld, meine ich, du ist. Kleiner, schmaler Taler. Also, hat der chemisch schadet. Also, ist nicht schlimm, du, wenn da nichts drin ist, aber es wäre toll, wenn da was drin wäre, ne? Gib mal den Becher hier, warum ist denn da noch keiner? Zack. Das Umfüllen, das dauert auch ein bisschen, ne? Das ist ja nun hier. Zack, zack. Oh, ciao. Kick mal, da rennt's aber auch. So, Mini Dupio. Ja, war klar. Warum noch nicht? Zack. Was wollt ihr denn alle, ey, ganz ehrlich? Ist das hier ein Kaffeeladen oder was? Ach ja. Da war ja was. So, sie will einen Doppelten. Und dann will sie ein Trippio? Okay. Scarlet. Danke für nix. Ja. Yeah. Was denn? Ich mache als erstes den Trippio. So lange wartet die niemals. Also, oder er hier. Benjamin. Der wird niemals so lange warten. Nie und nimmer. Ist natürlich ganz gut, dass das Teil so voll ist, ne? Da kriegst du auch eine gute Menge raus. Aber er wird niemals so lange warten dahinter. Aber ist ja egal. Die nimmt zwei. Die zahlt also gut. Siehst du? Ja, sorry, Benjamin. Du willst ja auch noch ein Triple. Das ist nicht machbar. Also nicht in. Warte mal, die wollte. Hä? Genau, warte mal, da ist der Doppelte, ne? Jetzt mache ich hier. Genau. Zack. Zack. Ip her. Jetzt füllen wir das um. Alter, die wird doch nie so lange. Sie wird ja auch nicht so lange warten. So. Und dann müssen wir nochmal einen Doppelten machen. Genau, 30. Jetzt kommen wir 60. Dann hat sie den Triple. Dann hat sie den, hier den Doppelten und dann. Oh, Alter, was ist denn mit der los? Was ist denn mit der los? Sie kriegt dann Koffeinschock. Junge, Junge, Junge. Wieso Reinlichkeit? Achso. Nichts für ungut. Ich muss hier mal kurz mit der Drahtbürste über eure Füße. Aber halb so wild. Ihr könntet ab. Noch einen kleinen Augenblick. Ich meine, wenn sie so eine Bestellung hier machen, dann müssen sie auch einen Augenblick Geduld haben, ja? Nicht böse meint, aber ist schon scheiße von ihnen. Sie halten ja hier den ganzen Verkehr auf. Ist doch kacke. Nicht zu fassen, ey. Mann, die Maschine könnte aber ruhig mal einen Ticken ihr so einen Zahn zulegen. Gleich. Ich bin gleich bei ihnen. Ich hab gesagt, gleich. Zack, zack, zack. Hm. Alter, was ist denn mit dir los? Ja. Oh, das scheiß Ding schon wieder voll. Ey, kack ab. Jetzt kommt der nächste Penner. Sorry, Alter. Wird lange warten. Was ist da noch hier noch drin?
30 noch. Den Trippio kriegen wir nochmal hin, ne? Ja. Boah, das dauert aber auch, ne? Das dauert aber auch, ey. Kennt das schon wieder. Ja, Ma'am, du, ich glaube, das wird hier heute nicht. Ey, ganz ehrlich, ist nicht schlimm, aber... Ja, was denn? Ja, kann ich mich nicht mal mit euch unterhalten hier? Auch mal vor der Theke? Ich will nicht die ganze Zeit nur hinter der Theke sein. Ist hier Trinkgeld drin? Nee, natürlich nicht. Frechheit. So, warte mal, wir filmen mal gleich um. Gleich umfüllen den Dreck hier. Zack, 60. Uts. Gib her. Ausleeren. Und reinfüllen. Zack. 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 Bam. Jetzt können wir uns den Kaffee krallen. Darin machen. Kaffee leer, so eine Scheiße. Den nächsten nehmen. Wow, ey, da müssen wir gleich wieder nachbestellen, ne? Hier geht zu viel drin in das Ding. Und Becher müssen wir nachfüllen, ne? Gut, dass die Maschine das alleine macht. So. Zack, zack. So, aber wir beenden die Folge hier, ne? Weil, sonst wird es immer länger. Ihr könntet jetzt hier noch eine Weile weiterspielen und, aber ich will nicht. Nee, jetzt aber Spaß beiseite. Barista Simulator, jetzt habt ihr mal so ein bisschen gesehen, worum es da geht und warum, wieso, weshalb. Aber es macht einen soliden Eindruck. Also es könnte Laune machen auf Dauer. Besonders wenn man dann hier so Maschinen hat, die einem wirklich helfen, denn vielleicht noch Personal und so. Ja, ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.